Okay, also zweites Game gegen Tolkien Abfahrt, würde ich sagen. Okay, also der richtige Busch hier ist der. Wir irgendwo warden die Eingänge oder so? Ja. Also wir können Support schnell Award hier für auch ein Ward da. gehen und basen Ja. oder so. Aber ne, Nee, nee, basen nee. ist besser. Support Awarded hier, ich wurde da und der Rest stellt sich hier hin. Ich würde das Wort setzen, würde. Ja, dann mach du. Bitte, das Wort kannst du dann benutzen, um Words zu warten. 30 seconds until minions spawn. Der Lümmel. Ich mache ihn mal auf den Weg. Ja, ich erwarte fast, dass Hey, die da unten sind. vorsichtig auf Topside, ne? Wenn du da jetzt durch den Jungle So, gehst. was wir jetzt machen, Leute, ist, wir gehen hier hin, zu viert. Minions Bis, have spawned. leider bis 1,25 ist. Troll wird ein Ticken später sein, aber die könnten eigentlich 1,25 invaden. Da müssen wir ja leider zu viert stehen. Jetzt habe ich Q geskillt gerade in der Sekunde, obwohl ich das nicht machen wollte. Schade. Das ist kein Problem. Hey, ich wurde nicht top-in invaded. Das ist schon mal ein Vorteil. Okay, ihr könnt zum Red gehen. Sorry, übervorsichtig. Ja, aber das wäre halt, glaube ich, das Play gewesen hier. Was spielen wir denn? Drei Camps in der Top Lane oder wie ist denn Gwen's Set? Der Champion ist early stärker. So ein Ich glaube, Item. auf jeden Fall wieder top. Wird halt vermutlich auch erstmal die Push-Pressure kriegen. Wobei, Ja, ne, aber ich mache Dings. ein. Alles gut, ich Ich kann kann dir gut. einen 3-Camp oder 4-Camp anbieten. Kannst du mir sagen, wie du es besser spielen willst? Pushen ziemlich hart die erste Wave. Machen wir 3-Camp, ich entscheide das jetzt für unseren Top-Laner. Ja, die werden dasselbe Botlane machen, also. Wenn ihr Level 2 davon kriegen würdet, wäre es nice, wenn durch an den mal Minions so Also ich nutzt. gepullt, das heißt, ich habe den Push. Aber Level 3 Gang Vorsicht. müsste ich eher pushen lassen. Ich will ihn driven. Oh lol, na gut. Du Wave stacken kannst in dem Matchup, bin ich impressed. Ich kann ihn vermutlich auch so wegsauen, dass er noch Level 1 ist. Das wäre natürlich ein Träumchen. Top-Lane-Sachen, ne? Ich habe schon Level 3. Gut, kann ich nicht. Ja, Call von unserem Herrn Top-Laner. Wie ist der Wave-State? Die pushen Botlane sehr hart rein. Gehen wir die Kraxen werden. Ich glaube aber nicht, dass die uns hier diven können. Botlane Move, Vorsicht Mitte. Okay. Also die moven aber jetzt erst, ne? Die sind schon im River, also die können schon da im River sein. Wir kriegen den Top-Lane definitiv nicht gedived, der hat sich zu viel regeneriert. Okay, wir haben. Ja, sind beide hier. Nautilus ist Bot, wir wissen nicht, wo der Jungler ist. Das Wahrscheinlich an hat der Krabbe. W und E, das ist, glaube ich, einfach Wind. Jo, machen wir die Krux da, ist all gut. Ja, ich gehe jetzt einfach resetten. Ich habe hier den Xin vom Invade abgehalten. Hat ja sogar fast relativ. Botlane ist bei uns gerade sehr schlecht. Wir müssen halt ein paar Minions abgeben. Okay. Ja, ich Wir habe noch kommen von mehr hier schlechte kommen. Neuigkeiten Vorsicht. für euch, aber Ich habe mich gerade. ja, der Xin macht aber Raptors erst, ne? Also. Ja, kann auch sein, dass er hier schon drüber gesprungen ist. Lass mal eine Trap da einsetzen. Wenn er dann rüber jumpt, landet der Instant Trap. Ah, ist eine gute Idee. Ja, der ist da. Xin ist da Naja, bei der ist den. ja komplett genius gewesen. Ja, die wollen für den Botlane-Dive gehen. Das könnt ihr hier auch auf jeden Fall machen. Ist mir Also, tatsächlich können wir gerade das mit einfach einem eingefallen mit Claim der oder Trap. so beantworten? Ist jetzt so eine spekulative Frage, weil die gehen jetzt für einen Dive. Ja. Ja, ich tippe ihn mal. Okay, Xin. Ach. Ach, schade. Wird schon top, ne? Xin hat geflasht. Glaub ich töte hier einfach der hat den geflasht. Kurz. Ich hab einen Plan. Nice. Soll ich Midlane move oven oder willst du da jetzt gleich resetten, Johnny, und dann mitgehen?
So, das ich will hier resetten, ich habe hier hart getradet. Hast du noch ein QR-Momo? Ah, oh, schade. Ja, ihr solltet einfach gemeinsam resetten, Jungle, bitte. Ja, nee, Jungle kann machen, was er will, ne? Ja, ja, hätte ich gedacht, ihr seid gemeinsam auf dem Map rotiert zumindest. Ja, so. So viel können wir gerade eh nicht rotieren. Ja, schade, aber guter Call, das mit dem Dive so früh zu callen. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin halt leider als Jona jetzt noch nicht so impactful. Ja, war aber ja 1-1 für die Top-Laner Solo-Kills, mit denen haben wir einen Kill bekommen. Ja, es war gut. Ja, das ist auch relativ safe gegen Sin Gangs, weil er mich mit seiner Tolio nicht treffen kann, wenn ich es gut spiele. Also bist du nicht safe? Richtig. Ich würde es mal gesagt haben. Botlane kann Mitte kommen, ne? Also der Nautilus kann Mitte kommen. Es ist nur Talking Bot. Okay, Nautilus ist auch Bot. Okay. Ich wäre hier wieder an einem Invade interessiert diesmal. Ja, ich vielleicht. Hab Prior. Also der Deins kommt, der Red Buff, der Rest. An Prior aufbauen jetzt. Botlane hart pusht. Nautilus ist Miss. Ja. Ich hab halt 1300 Gold in der Tasche, ne? Set ist Miss. Nautilus ist hier. Velkos ist da. Aber wir haben gute Vision, also. Set hat Try gewardet, I think. Wir haben Drake gemacht. Ich krieg so eine Top-Set mit dem Drake, das ist fun. Velkos? Nautilus miss. Ups. Tristana auf. Eieiei. Ich komm da entgegen. Botlane ist Miss. Jo. Ja, wir töten den und rennen. Ja, also. Sam's raus. Nice. War der low? Hab ich aufgepasst. Ne, Drill HP. Okay, Xim bitte. Er hat aber keine Mana mehr, der muss auf jeden Fall resetten. Okay. Ne, der läuft durch. Boah, der Typ. Kommt direkt wieder. Aber gute Fischen, ja. Gefällt mir. So, Topliner hat auch die Pinkwurz im Shop gefunden. Botlane können die mich diven. Werden die mich diven? Haben wir einen TP von Top? Ich bin. Oh wow, der hat nicht eins benutzen können. Flash Ignite raus. Ah. Der Xen rettet jetzt meinen Red Buff. Hab ich nicht drauf geachtet, weil mal wer hätte ich actually TPen können. Amumu, komm mal mit zum Red. Botlane kannst du nicht so viel machen, der Star drauf wechseln. Ja, actually ist so eine Botlane deutlich unangenehmer zu spielen, so eine richtig heavy All-In Botlane. Das ist ja auch die All-In Botlane der Welt. Oh, da ist noch ein Velkos. Ups. Kommst du raus? No sleep. Ja, war my bad. Ich hab Raptors invaded, während die unseren Red invaden. Das ist schon hart hier. Das war Xen Ult und Velkos Ult. Okay. Ich glaube, ich sollte hier den Herald wegkriegen. Okay. Warum mache ich das so? Die Wave wird zu mir pushen. Botlane ist wieder Miss. Nautilus ist Miss. Nautilus ist da. Nice. Xen ist Mitte. Der ist jetzt fertig mit der Wave. Der kommt jetzt zum Herald. Gwen, du müsstest move, I guess. Das ist ein Desaster, eine Sekunde. Die diven uns Bot. Ja, sind wir da oben auch am Zweiten. Der hat keine. Oh, doch, der hat wieder Ult. Oh. Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Okay. Soll es rauskommen? Ist okay. Nautilus keine Ult. Kannst du.
Barrier raus. Er hat geultet. Dann im River, Nautilus am Resetten. Nevermind. Ist ja doch das Spiel, alte Spiel, ne? Ich hab da bis jetzt. Jo. Ja, Botlane ist auch. Ja, ja, seid ja irgendwo. Xen ist hier. Ich kann aktuell nicht wirklich die pinnen. Ich hab nichts ab. Ich bin Botlane in der Theorie da. Wannst du dann Bundes 6? Dauert noch ein bisschen. Brauch ich noch. Wer kostet keine Ult? Nautilus hier, guck mal, guck mal, guck mal. Hey. Hast du ein Ward? Nochmal gesandt. Na, ist fein, ist fein. Wenn die jetzt rauskommen, ist gut. Ich helfe dir noch mit der Wave, bro. Ja. Velkos ist Base. Versuch die dir hier zu dingsen. Hoffentlich weiß er nicht, dass er mich fighten kann. Darf ich nicht resetten? Wir haben Deepward Botlane, ne? Also maybe TP Play. Yes, ich hab TP ab. Gut. Drake ist up, actually. Xen ist noch Top Lane, den kannst du machen. Weil unsere Botlane ist gerade resettet, du musst aufpassen, wenn die rein rotieren. Ja, Tristan sollte auch mit resetten. Ding resettet. Also, da kommt ein Auto das höchstens, aber ich bin halt giga strong. Ich hab Rift Maker 20 jetzt krieg ich mein Kyle. Hier steht ein Pinkbot drin. Sind alle Mitte. You fine? Ja, ja. Schön, dass okay. Ich hab schon wieder kein Smite, ne? Ich wär, es wird halt gleich wieder eine sehr große Tragödie, oder? Kommt ihr raus? Haben wir Momo Ult? Könnt ihr Ward? Ja, haben wir jetzt, ja. Ward ist da. Ich ulte dazu. Ist fein. Ich hab das bekommen. Ja, meins für eins. Ja, ist gut. Also, vor allem für den State was. Sehr gut. Ja, schön, dass ihr Ult noch geskillt. Ich hatte ein bisschen Angst, als da kein grünes Ding oben war und ich so, Ich hab die gerade in dem Moment bekommen. Ja, ich weiß. Aber ist ja dann immer schwer, dann auch zu skillen in dem Moment. Harold wird Mitte geplaced werden. Ich werde mir HP holen, meinen Wolf, dann komm ich. Ja. Ich bin halben Tower und ziehe vermutlich ein TP. So, ich bin im Welt. Muss ich freuen. Scheiße. Kann er nie. My bad. Ich hatte halt mit einer Millisekunde und dann im Lockup. Passiert. Voll gut. Top-Lane TP. Xen ist Botside. Dann gehe ich mal kurz deine Topside-Camps warden. Tolkien, also im 1 gegen 1 kann Tolkien nicht so viel gegen mich machen. Ich glaube, ich kann den sogar killen, wenn ich es gut spiele. Ich werde resetten und vermutlich Toplane TP'en müssen. Okay. Da musst du halt zum nächsten Track runterlaufen. Ja, ich bin dir gerade. Nautilus ist hier hinter uns. Alles gut. Die sind hier wahrscheinlich. Ja, die haben dein Red gemacht. Wir müssen, glaube ich, wir müssen Botlane aufgeben. Weg vom Tower. Wir müssen Botlane droppen. Da oben einfach, das ist okay. Ah, ja, der Set move zu mir. Ich glaube, du kannst chillen mit dem TP. Ja. Wenn ihr euch diven wollt, ich hätte TP-Angle schon, dann könnt ihr Topwave catchen. Okay. Ja, step mal ab. Ich muss auch. Der Xen ist jetzt sehr spät resettet. Kann sein, dass er da noch im Try ist, ne? Der kann da noch sein. Aber es ist nice, wenn wir den Turm jetzt noch nicht verlieren. Ist ein Plating weniger einfach. So gut. Sehr gut. Kann hier nicht vormoven. Kann sein, dass sie da im Busch stehen. Wir können den Toplane diven. Kein Push gewesen. Wenn du kommst, wir können den 100-0 diven. Ja, ich move. Aber hier ist Red. Nautilus ist Miss, ne? Nautilus ist Miss. Hast du ein Ward für hier? Nee, grad nicht mehr. Ich move hoch. Okay, die nehmen jetzt, die haben jetzt den Bot Tower. Wir nehmen hier noch die Crux mit. Wir können weiter pushen. Wir können sogar sagen, wir können das Divine, wir kriegen den nächsten Turret auch noch pushen. Ja, ich muss mit da auch choppen. Ja, ja. Fein. So. Wenn die Botlane diven, müssen wir reagieren, ansonsten ist fein.
Kein Mana zum Reagieren tatsächlich. Die beiden. Okay. Ja, ich bin durchzitiert, ich kann mich nicht bewegen. Nee, das sieht ein bisschen disgusting aus. Aber es ist nicht. Not too bad, actually. Ich bin halt 1,92 Sekunden CC und 1,92 Sekunden bis zu meinem Tod. Jo. It's great. Alter, wie ich Minion Block bin. Ja, aber ich bin okay noch dabei. Ja, kannst du Herald machen? Jo. Ich hab ja noch so einen Freund. Sehr schön. Boah, schade, dass er nicht aufgegangen ist, aber clean. Wir können wohl in den Midlander, glaube ich, gehen hier, oder? Ja, also ich kann reinrotieren und Herald zu protecten. Boss muss halt aufpassen, wenn Xin irgendwie ankommt. Amumu sollte Midlander mitcovern. Ja, ich komme. Ich würde nach Herald noch schnell einen Reset nehmen wollen für Drake. Kann ja nicht. Xin wird runter moven. I suppose. Drake ist auch. Oh, ja, er ist gekannt. Okay. Einfach wie. Warte mal gerade den Drake. Vekko ist keine Sums. Für den Drake spielen? Ich würde es schon sagen, oder? Ja, ich muss, ich muss auf jeden Fall nochmal resetten, aber wir können das sagen. Spielen. Ich bin extrem strong. Same. Anderthalb Items. Ja, das Vekko ist actually auch stark. Ja, aber der Vekko hat keine Sums. Der hat gerade beide geburnt. Runter rotiert. Die Tristana ist gerade auch stärker als Vekko. Also die können die überall trappen. Also actually, wenn Gwen nicht in Time da ist, können wir es nicht spielen. Das heißt, wir müssen jetzt hier warten, bis Gwen da oben ist. Versucht er mal hier, ja hier zum Beispiel den Tristana zu pressuren einfach. Er hat keine Angst vor mir, schade. So, da wäre weggesprungen. Hier bei mir. Tristana. Ist fein, ist euer Fight, ist euer Fight immer noch. Ist gut, ich bin Broken Champion. Oh ja, da kommt noch ein Set von hinten. Ah. Da war keine. Leider nicht mehr ganz bekommen. Nee, nicht mehr reinfighten lassen, weg aus der Wand. Okay, das war natürlich ein ziemlich guter Fight für die. Für den Vekos. Das ist ein. Ich würde sagen, das ist jetzt aber ziemlich ballsy. Ziemlich ich kann hier jetzt rauszonen, ne? Ja, probier rauszonen. Actually bist du 550 Shutdown Red wert, ne? Also. Ja, ja, ich werde nicht. Also, wie gesagt, ich drop lieber den Dragon, statt zu sterben. Ja. Okay, also was wir jetzt spielen wollen, ist 1 zu 1. Das heißt, ich geh top, Gwen. Ne, oder, ich hab zwei Items. Ich kann alles wobei tun. Ja, actually, ich geh bot, du gehst top. Und Caitlyn, Amumu und Trundle around Mitte. Versuch das schon defensiv zu spielen. Nächster Teamfight muss der Vekos sterben. Auf der Sideline kann keiner mich oder Gwen fighten. Und der Nautilus hat gerade meinen 500 Gold Shutdown bekommen. Also, it's all good. Sollten wir nicht. Ich glaube, am besten wäre es, für den Sideline-Kill zu gehen und dann mit dem Hero durchzurennen, oder? Ja, ich glaube es auch, aber ich glaube, wenn ihr nur zu zweit Mitte seid, seid ihr einfach instant dead, weil die haben so eine Kasse. Ja, aber lassen wir einfach alleine und Trundle habe die ganze Zeit zwischen Midlane und Botlane. Around River. Versucht irgendwie hier zu dritt rein zu rotieren und Vision zu holen. Können auch. Kriegt der Midlane, der Hero den Midlane Tower schon? Wahrscheinlich nicht, ne? Nicht ganz, ne? Nicht ganz. Aber ja. Das kann er ja auch durchzuziehen, ne? Lass einfach mal warten, wie die jetzt die Lanes assignen, ne? Also, die reden jetzt gerade in ihren Comps super viel darüber, wer geht wohin. So, und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie die das machen. Das heißt, jetzt gehen die mit 4 Mann top, das heißt, Mitte Instant Herald setzen. Ah, fuck, da bin ich nicht aufgepasst. Oh, der Herald, ey. Hat einfach Dings abgebrochen. Ich hab Botkill. Nein. Ja, aber my bad. Nein, wer kannst du. Das Strap nicht passieren, Top Lane. Oh. Happens. Ihn so gern töten, den Vekos, aber meine Ult reicht nicht. Die kriegen jetzt top. Ist fein. Ich krieg super viel hier noch im Botside-Jungle. Wir sollten den Midlane Tower. Ich kann auch meinen Red Buff nehmen, bloß wenn du Free Time hast. Ich kann, also entweder rotieren die jetzt rein oder sie wollen mich nochmal töten. Ich glaube, ich die auf Johnny ist der Red Buff momentan stärker. Ah, ja. Kann eventuell jemand helfen, Topside checken?
Wenn der Xin nochmal da ist, bin ich wieder tot, deswegen. Ich bin auf dem Weg. Momo, du kannst ja auch. Ich kann aber auch nochmal da sein, also. Hm? Du kannst auch Richtung Topside hovern oder Bot. Okay, lass mal Reset näher jetzt. Also ich muss ein Tempo Reset nehmen. Ich bin sehr, sehr stark. Haben wir ein Control Ward für Nash? Controller, sag ich schon, Blue Ticket? 80 erst. Okay. Okidoki. Also was wir jetzt machen werden, ist quasi einfach geduldig sein, ne? Bitte versucht nicht engaged zu werden von Nautilus Oid und vor allem, wenn einer engaged wird, man darf Mitspieler verkaufen heute, ne? Also ihr dürft da wirklich dann sagen, okay, das können wir gerade nicht fighten, dann wird der eine aufgegeben. Hauptsache ihr sterbt nicht alle drei. Und generell, wenn sowas passiert, wie das Gwen engaged wird, gar kein Problem, wir kriegen auf der Map genug, ne? Nur nicht hinrotieren, sondern dann halt sagen, okay, dafür kriegen wir auf anderen Seiten der Maps was. In Nautilus hier an der Side. Wir wissen nicht, wo der Xin ist. Vorsicht, Botlane, Vorsicht, Botlane. Wir können da zu dritt kommen. Ja, ja, der geht raus. Hier sind niemals hier. Hast du Control Ward? Ich glaube, wir machen Nash. Haben wir ein Trinket? Ich setze in 5 Sekunden. Okay. Aber es sind dann nur Tristan und Xin. Ja. Die werden Topside rotieren, die wollen nicht trappen. Das ist ein Control Ward, da können wir einmal rein rotieren. Der Set kann mich hier unten keine Wave halten. Ich kann ja noch jeder Wave diven. Ich krieg jetzt unten Free Hits auf den Turret. Die müssen Mitte jetzt einen Desperate Play machen, also achtet darauf. Die werden euch jetzt 100% engagen müssen. Können die nicht. Sind hier fein. Das ist sehr gut. Das höre ich sehr gerne. Hast du ein Ward für da, Ambro? Sind wir Base, Tristana kommt eventuell auch Base. Wir könnten eventuell auf den Nash gucken. Ich habe ein Blue Trinket ab. Ich glaube, ich sollte gucken, oder? Ja, guck mal. Sie jetzt alle Base, ne? Für Ward. Könnt ihr Nash gehen? Sinbot, könnt ihr Nash? Ich hab keinen guten DPS. Ja, ich hab genug DPS, Eine mit 12 und dann. Okay, die sind alle Bot, okay. Nice. Okay, nice, noch gebackt. Schaffen wir das in Time? Schafft ihr in Time, 100%. Ja. Ich hab genug DPS, wie win. Aber ich mein zum Dragon. Ja, Dragon ist scheißegal, also, erstmal Nashen. Und danach Recoil. Scheiße. Also, wir testen den Dragon auch gar nicht. Gehen jetzt einfach resetten. Die werden zum Drake rotieren, ich gehe noch eine Top Wave auspushen und dann, ja. Mitte, I guess. Rotiert alle Mitte quasi. Ich habe TP in 15. Also, wenn die mich jetzt nicht ernst haben. Das ist auch TP, ne? Mhm. Ich 1800 Gold. Actually, guck mal hier. Ja, geht mal zum Drake, geht mal zu Drake, lass das spielen. Ich TP auch. Wir spielen Drake. Hier im Busch vielleicht, maybe. Ja, die sind alle rüber. Okay, die geben den ab, oder? Nee, fight. Nice. Okay. Mitte runter. Aua, Velkos. Oh, schöner. Oh. Ich sterb noch. Aber das war der Hero sehr needed. Sehr guter Tod. Ja. Schön, Mann. Hab leider keine Ahnung, Tristana ist noch in live, die habe ich jetzt auch mal. Ja, die ist irgendwo hier gewesen, die wird resetten. Ja, die geht jetzt. Ich gebe reset die Botwave an, ich schaff das ohne mich. Oh, okay. Ich hab da doch gehört. Hintergrund raus. Wenn dem soll, weiß ich nicht. Rede deutlich, ich verstehe dich nicht. Ob wir den hätten nehmen sollen, den. Den Init, ja, 100%. Wenn man auf 3 Drakes ist, nimmt man immer. Es geht quasi nur die Diskussion, wenn man keinen. Oder erst einen Drake hat. Dann ist. Auch 2 Items. Set keine Waves. Sind es im River? Botside? Ich gebe Base. Sehr, sehr nice. Ich bin so fett. Jetzt keiner. Same. Keiner Rip von them. Okay, ich gehe top. Gwen Bot. Wir haben jetzt gerade keine TPs. Der Game-Winning-Play ist hier auf 3.20 das.
Trundle orientiert sich wieder Richtung Kate und Amumu und vielleicht nochmal Richtung Topside. Seth kann mich nicht beantworten. Ich glaube, das ist. Ich würde einfach vorschlagen, wir pushen gleich noch eine Midlane-Wave aus und dann rotieren wir zur Botlane und greifen die Botlane ein. Ja, do it. Wir müssen auch nicht zu weit forcen, einfach Jungle Camps nehmen und Vision generieren für den nächsten Drake. Ja, aber ich glaube, der T2 ist free, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, der T2 ist free, aber halt, bevor wir ohne TPs auf T3 pushen. Hast du den bekommen? Ja, ja. Ich hätte auch noch gehabt. Ich werde hier oben gechased, also. Ich denke, ihr seid da. Free to go. Gehen wir weiter. Die kommen jetzt wieder runter. Also, die müssten jetzt alle so auf der Midlane sein, ungefähr hier auf der Höhe. Da müssten die durchlaufen. Wir haben halt kein TP von Johnny. Ich glaube, er ist unten raus. Naja, alles gut. Ich habe in einer Minute TP. Johnny auch. Wir jetzt alle drei, wenn es bis das so gestalten. Sind engaged. Ja. Ja, schön Flame Horizon Top Lane. Talking down. Da können wir rein, da spielt er. Kann das hier nicht so spielen, leider. Ich hab den Velkos. Let's go! Ich hab noch einen Ulzdeck, wo bin ich denn jetzt? Finish! Nice! Oh, das nice! War definitiv clean als das erste Game. Ja, ich glaube, Botler war auf jeden Fall mehr Belastung, Alter. Ja, der gut, also das war halt, sag ich mal, nötig, beziehungsweise unser Comp-Halter. Ja, ich weiß, aber ich glaube, ihr habt jetzt heute einmal gegen Nami Lucian gespielt, so, das ist das stärkste 2v2, was Pryo und so angeht, und jetzt halt gegen das härteste Dive Tristana Nautilus. Und in beiden Matchups seid ihr fein rausgekommen, also well played. Das ist, ja. Vor allem, ihr müsst überlegen, ihr spielt unten gegen Grandmaster, wenn auch Offroll und DR3. Mit Bronze und Platin. Und es läuft echt gut. Also well played. Ja, ich glaube, Caitlyn und Ezreal sind die Picks, mit denen ich hier durchkommen werde. Ja, voll nice. Aber echt gut. Ich glaube wirklich, dass wenn ihr die Calls so, die Dives so callt, dann müssen wir halt noch schauen, wann es worth ist, wann nicht. Und da halt ein Auge drauf haben. Aber das war jetzt auch gut, ne? Also wir haben mich einmal sterben lassen, einmal bin ich runter. Das war, glaube ich, sehr worth. Und ja, den einen Dive hätte ich TP'en können, da habe ich einfach nicht drauf geachtet. Beziehungsweise, als der Call kam, war der Dive halt schon da. Ja, ich glaube, das ist so. Wenn ihr einfach sagt, sag ich mal, wir sind diveable, dann habe ich ein Auge drauf und dann tippe ich auch rechtzeitig. Ja, sehr gut. Das war das Scrum Game Nummer 2. Improvement, Leute.